Hallihallo, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Princess Peach Showtime. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Show von Princess Peach Showtime. Beim letzten Mal haben wir den Cowboy Funkeli gerettet und heute wird mein größter Albtraum wahr. Wir müssen nochmal anders backen. Das Backset ist irgendwie beim letzten Mal schon mega stressig gewesen und ich habe das Gefühl, das wird diesmal noch stressiger. Ja, das wird lustig, das ist spaßig, ich werde weinen. Also, ja, heute haben wir die Gruselparty vor uns. Müssen nicht so viele Sterne sammeln, aber es wird trotzdem grausam, weil, ja, backen. Ich weiß nicht, wieso Backspiele das immer, beziehungsweise Kochspiele das immer in sich haben, aber jedes Koch- oder Backspiel, obwohl das ja eigentlich mehr oder weniger beides in dieselbe Richtung geht, ist jedes Mal ultra stressig, egal welches du nimmst. Ich weiß nicht, warum das immer so stressig ist. Naja, nichtsdestotrotz, auf zur Gruselparty. Achso, wir backen jetzt für Halloween. Okay, das kann ja nur spaßig werden. Ich will in den Kuchen reinbeißen, tatsächlich. Wenigstens ist die Partyserie in der Hinsicht chillig, dass ich nicht kämpfen muss. Ominöse Süßigkeiten. Hey, was macht ihr da? Okay, da soll ich hin, also gucke ich erstmal rechts. Weise Entscheidung. Ich muss sie mit der Macht der Kekse heilen. Ja, das würde auch bei mir funktionieren. Ich finde die Art und Weise, wie sie alles anknabbert, lustig. Stress incoming. Kann's versuchen. Habe ich diesmal wenigstens keinen Zeitdruck? Ich habe keinen Zeitdruck. Oh, doch, habe ich. Die können das Ding nämlich einreißen. Aber weniger stressig als bei dem letzten Ding. Oh nee. Ich habe nichts gesagt. Einfach einen Kreis ziehen. Alter, die reißen das Ding ja immer schneller und schneller ein. Okay, geschafft habe ich es trotzdem. Auch wenn der Kuchen nicht perfekt war. Beziehungsweise da ein bisschen mehr drauf war als sollte. Ich glaube, dass das relativ egal ist. Hallo, ich habe zwei gerade bekommen.
Mach doch nicht alles so stressig immer. Umschauen, umschauen, umschauen. Allein schon, um den Schleifentypen nicht zu verpassen. Hier hinten hat's geleuchtet. Da wissen wir ja schon, wie es funktioniert. Ach, kriegt man sogar mehrere Chancen. Dann nehme ich ein paar Kekse mit. Die sind für mich. Jetzt habe ich ein paar Kekse zu mitnehmen. Oh, schade. Nom 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 nom. Zeit zu kochen. Wahrscheinlich erst den linken geben. Ja. Und jetzt erst den rechten. Die Kekse sehen aber auch so lecker aus. Ich muss für die alle kochen. Nein! Nehmt den Stress weg! Ich muss auch noch darauf achten, wo sie durchbrechen. Hier, nimmt. Guten Appetit. Nein! Oh, warum kann ich nicht abbrechen? Habe ich es trotzdem geschafft, weil da oben leuchten alle drei grünen Dinger. Ich denke mal, ich habe es trotzdem geschafft. Er sagt auch alle. Mir fehlt jetzt einer. Ihr kriegt eine Privatshow. Und ihr dürft sogar kochen. Das Essen probieren. Lecker, lecker. Verdammt! Weil ich den letzten nicht durchgebracht habe, ich darf noch mal machen. Ach, ich habe keinen Bock. Ich weiß doch, dass ich dafür 20 Versuche mindestens brauche. Wegen euch ist wirklich mein Leben verhunzt.
Nur weil ich den letzten nicht abgeben konnte. Ich wollte extra abbrechen, weil ich das andere Ding mitnehmen wollte. Ah, jetzt darf ich ihn nochmal rein. Schleife gucke ich mir an, nachdem ich das hier nochmal gemacht habe. Naja, zumindest den Punkt Lee haben wir schon mal verfügbar, aber ich muss trotzdem nochmal da rein. Ihr seht es, wenn ich es geschafft habe. 2 Stunden später. Oh, endlich! Ich war gerade so konzentriert. Ich habe hier für eine Dreiviertelstunde gebraucht, denen mal alle Kekse zu geben. Ey, ich muss wirklich sagen, ne, diese Bug-Level machen echt überhaupt keinen Spaß. Du musst da so perfekt arbeiten. So, als kleiner Tipp für euch, wenn ihr das selber macht. Bei den, am Anfang macht da keine Perfektion bei den Keksen. Nehmt einfach die schwächere Version. Ihr müsst nur dann Perfektion abliefern, wenn da mehrere Truppen hinter den Gittern stehen. Ansonsten triggert ihr euch zu Tode. Endlich. Süße Erlösung. Ey, ich wiederhole, ich habe dafür eine Dreiviertelstunde gebraucht. Also diese Bug-Level sind echt nicht spaßig. Also stressig ist ja schön und gut, aber wenn dann auch noch Perfektion verlangt wird, dann, dann will man einfach nur noch weinen und kotzen. Und vor allem, ich habe ja jetzt direkt nochmal so ein Level vor mir, ne? Erstmal gucken wir, was habe ich denn jetzt hier bekommen. Nee, das war's nicht. Ach, ich hatte ja eine Schleife bekommen, ne? Patisea-Schleife. Eine rote Schleife. So, wo ist das Level, was mich zur Verzweiflung bringen wird? Oben links. Ich sehe es schon. Die verzauberten Leckereien habe ich beim nächsten Mal vor mir. Da sind es wenigstens noch 5 Sterne, das heißt, es müsste nicht so viel zu backen sein. Ich weiß jetzt schon, dass mich das so, trotzdem zur Weißglut, Verzweiflung und zu Beinen bringt, weil das hat es jetzt gerade eben schon. Ja, Leute. Ich hoffe, ihr hattet heute wieder Spaß mit der Show, auch wenn es ein bisschen anstrengend war, vor allem für mich. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Mitleids-Abo und ein Mitleids-Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wo ich dann absolut verzweifeln werde. Ciao und bis zum nächsten Mal.